Ah, guck mal, jetzt fängt das ja an zu drehen hier. Aber Kameramann. Und wird schlecht. Wird schlecht. Ah. Klo, auf dem Klo. Auf dem Klo. Nein. Doch, auf dem Klo. Doch, da kommen die besten Ideen her. Wo kommt eigentlich der Name Rasenrakel her? Sag mal, Ninjo. Wie viel Rasenrakel hast du denn schon zusammengebaut? Also, ich persönlich habe nicht gebaut. Nein? Nee, ich war nur Beaufsichtiger. Du warst der Chef. Ja, ich. Nee. Und deine Mitarbeiter haben gebaut. Ich war Beaufsichtiger, dass alles gut läuft. Samira war baumäßig unterwegs. Ah, Samira musste schrauben und du hast auf sie aufgepasst. Ich habe auf die Qualität aufgepasst. Ich habe hier einen kleinen Co-Kameramann, Ninjo, das ist jetzt hier gerade hier mein Assistent geworden, um jetzt hier die B-Roll zu filmen. Die B-Roll. Hallo liebe Rahmenfreaks, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Kochlöffel. Wir besuchen heute, die Firma Risisani, beziehungsweise nicht die Firma, sondern den Produktionsstandort, wo der berühmte Rasenrakel hergestellt wird. Und es wird dort zwei Dinge geben. Auf der einen Seite werden wir uns die Produktion angucken von der, da muss ich aufpassen, ja, jetzt habe ich ja das Ding nicht um, von der Blechplatte bis zum fertigen Rasenrakel. Und auf der anderen Seite werden wir hier diese Menschen im Hintergrund, spreng mal rum, diese Menschen im Hintergrund werden wir heute mal ein bisschen näher kennenlernen. Nämlich die Familie Schinkel, den Rico, die Simone, den Ninjo. Oh, habe ich es richtig ausgesprochen? Oh. Samira hat sich versteckt. Hier ist gleich drauf. Die Tochter ist auch dabei. Die ganze Familie ist dabei, denn es ist ein Familienunternehmen. Ja, lieber Rasenfix, der Name Risisani ist nicht irgendwie aus dem Italienischen oder so, wie man vielleicht denken könnte, weil es sich so anhört. Nein, es sind die Anfangsbuchstaben der Vornamen von diesen lieben Menschen, die wir hier hinter uns sehen. Ja, alle. Sie sind alle da. Alle sind sie da. Rico, Simone, Samira und Ninjo. Risisani. Yeah. So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Ja, wo sind wir eigentlich? Die Firma Risisani produziert im schönen Brandenburg. Und zwar bei der Firma Gemtec. Das ist ein mittelständisches Unternehmen, würde ich mal behaupten, das sich hier dem Metallbau verschrieben hat. Edelstahlfertigung ist wahrscheinlich so eine der Kernkompetenzen dieser Firma. Und ja, und da schauen wir uns jetzt mal um. Was mich jetzt mal interessieren würde, Rico, wo kommt eigentlich der Name Rasenrakel her? Der ist aus der Not heraus geboren, weil wir damals, wir haben das Gerät ja nicht erfunden. Das gab es ja in Amerika schon und in Amerika hieß es Leveling Lawn Rig. Ja. Und da du es in Deutschland oder in Europa nirgendwo kaufen konntest und wir nicht wussten, wie wir es nennen sollen, weil Karl-Heinz zu Herbert am Gartenzaun schlecht sagen kann, hey, das ist dein Leveling Lawn Rig, haben wir gesagt, da muss irgendwas kommen, was man sich merken kann. Und Simone hat sich den Namen Rasenrakel ausgedacht und hat gesagt, hey, das ist zum Rasen glatt machen, mit einem Rakel macht man Dinge glatt, also Rasenrakel. Und dann haben wir abends bei Google geguckt und ich fand das Wort total geil und das war total mega, weil du hattest null Suchergebnisse. Versuch mal ein Wort bei Google einzugeben, wo du null Suchergebnisse hast und es kam wirklich nur eine weiße Seite. Dann haben wir gesagt, okay, Rasenrakel ist cool und die Kunden und wir streiten uns bis heute, heißt es der, die oder das. Das ist auch egal. Wenn ihr heute das Wort Rasenrakel googelt, dann kriegt ihr so viele Suchergebnisse, unglaublich. Und leider haben auch viele diesen Begriff übernommen. Was heißt leider? Ich meine, wie findest du das? Gut oder schlecht? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde das gut. Ich habe mich am Anfang geärgert, klar, weil du denkst so, hey Mann, das habe ich doch erfunden oder wir erfunden. Und dann haben wir aber gesagt, weißt du, eigentlich ist das eine coole Sache, weil jetzt weiß jeder, wie dieses Gerät heißt und worüber man spricht. Wenn ein Spaten, eine Harke oder eine Hacke bis heute keinen Namen hätte, dann würden wir alle aneinander vorbeireden. Und ich finde das super, ich finde das klasse. Und jetzt weiß jeder, worüber wir reden, wenn wir dieses Gerät sehen. Ich habe jetzt hier gerade Ninjo hier an der Hand und der hat irgendein Geheimnis, was er mir gerade verraten will. Ninjo, was hast du für ein Geheimnis für mich? Also, die Idee hinter dem Rasenrakel, die Idee meines Vaters. Ja? Natürlich gibt es immer Standpunkte, woher die Idee kommt. Aber er hat sich an nichts orientiert, an nichts angesetzt, sondern die Idee ist ihm tatsächlich auf dem Klo eingefallen. Auf dem Klo? Auf dem Klo. Nein! Doch, auf dem Klo. Doch, da kommen die besten Ideen her. Ja, eben.
Vor allem. Super. Aber wenn du das nächste Mal auf dem Klo bist und die Idee ist halt nichts geworden, dann kannst du so wenigstens runterschwimmen. Ob wir das veröffentlichen können, ich weiß es nicht. Ja, lieber Hans-Fix, in einer Fertigung ist es immer laut. Ich hoffe, die Nebengeräusche sind nicht so heftig. Das ist ein Nahfeldmikrofon. Das sind jetzt die Laseranlagen, wo die Metallplatten eingelegt werden, die großen Metallplatten. Und aus diesen Metallplatten wird dann der Rasenrake erstmal ausgelasert. Ich kriege gleich jetzt ein fertig gelasertes Teil. So, das ist jetzt hier, ne, der Rohling sozusagen, aus dem dann der Rasenrake umgeformt wird. Das kommt halt hier aus dieser Laseranlage raus. Und das sind jetzt die beiden Stege. Und das ist das fertige Produkt. Ne? Von der Metallplatte bis zum fertigen Rasenrake. Und wir werden uns jetzt den Fertigungsablauf komplett anschauen. Da können wir ja noch mal reinfilmen, Schatzi. Wir haben jetzt gerade gesehen, wie die Bleche ausgeschnitten wurden mit dem Laser. Und jetzt müssen diese ausgestanzten Blechplatten noch entgratet werden. Das geschieht in dieser Maschine, sodass man sich dann an dem fertigen Bauteil nicht die Finger schneidet. Das ist natürlich wieder ein zusätzlicher Arbeitsschritt, der aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll ist, weil man möchte ja auch dann das Ding auch mal anfassen, den Rasenrakel auch mal anfassen. Und deswegen macht das hier die Firma Resisani bzw. die Firma Gemtec für die Firma Resisani, genau. So, jetzt hier wird das Blech jetzt durchgeschoben und wird dann in der Maschine von so hin und her laufenden Bürstenköpfen schön übergeschliffen. Und das gibt dann auch dieses herrliche gebürstete Finish. Na, kommt sie schon an? Ja, da kommt er. Siehst du, da kommt die Platte. Da wird sie jetzt richtig cool übergeschliffen. Dann muss ich einmal klatschen, damit ich das auch synchronisieren kann. Ja, ich habe hier einen kleinen Co-Kameramann, Nino, das ist jetzt hier gerade hier mein Assistent geworden, um jetzt hier die B-Roll zu filmen, die B-Roll. So, lieber Ranfix, ja, wir sind jetzt hier vor den großen Pressen, wo jetzt die Blauteile umgeformt werden. Und der Thomas, der erklärt uns jetzt mal, was jetzt hier genau gemacht wird. Genau, letztendlich wird mit Hilfe unserer Abkantpressen der Rohling in den nächsten Zustand verändert ins abgekantete Modell. Hierfür sind diverse Abkantschritte notwendig. Gut, das blenden wir jetzt mal ein. Ich glaube, jetzt ein kleiner Film für euch und da sieht man jetzt, wie jetzt das Bauteil umgeformt wird. Ja, lieber Ranfix, das sind sie hier, die fertigen Rasenrake. Die gehen jetzt hier zu der Logistikfirma von Resisani. Und wenn ihr im Internet auf der Homepage im Shop bei Resisani eine Bestellung auslöst, habt ihr einen Tag später das Gerät zu Hause. Das ist cool. Ja, das ist natürlich nochmal günstiger. Ja, günstiger ist es nicht. Ja, lieber Ranfix, das ist hier eine Punktschweißzange. Und damit wird dann der Rasenrakel entgeschweißt, also die aufeinanderliegenden Bleche werden damit punktverschweißt. Genau, hier sieht man also sehr schön, wie jetzt hier die Bleche übereinander liegen. Und hier greift die Schweißzange und schweißt jetzt hier das Blech mit so einem Schweißpunkt zusammen, da unten auch. Ja, das ist auch noch eine Besonderheit hier vom Resisani Rasenrakel. Hier wird jetzt jeder Schweißpunkt nochmal anschließend kurz übergeschliffen, dass da kein Grat ist, dass das auch möglichst hübsch aussieht. Ja, wie wollte ich jetzt verbauen hier? Den? Ja, da Andreas, das haben wir hier bei uns in der Garage dann selber gemacht. Da haben Manina und ihre Freundin dran gewirkt. Schraube, die Mutter nach innen und nach außen. Gibt es da eine Vorgabe? Hier. Ihr macht die Mutter nach innen, ne? Ja. Genau. Wie rum ist egal. Ich bin lustig, wenn man sich das gleich ist. Ja.
Unterlegscheibe habt ihr auch noch oder ja. Wo sind die? Ach, da. Huch, kann ich nicht. Das ist ja fummelig. Ja. Da kann man ja froh sein, dass der Hund das nicht selber machen muss. Ja. Habt ihr das auch gemacht? Ich hab das gemacht, ja. Jedes Wochenende. Das macht man dann bei 250 Stück. Ja. Da geht es so am Samstag und am Sonntag mal schnell rauf. Das glaube ich. Ja. Wie stark soll die Vorspannung sein? Ein bisschen bewegen noch, ne? Ja. Gut. So, ja, das ist jetzt auch schon der letzte Act gewesen. Jetzt werden die einzelnen Rasenrakel hier in einer sehr pfiffigen Art und Weise aufgestapelt und möglichst viele, wie viel sind das hier, 100 auf einer Palette? Das sind jetzt 50, insgesamt werden es 100. Also 100 Rasenrakel werden jetzt hier auf einer Palette dann gestapelt, dann verpackt und dann geht er los, der Rakel zu euch. Ja, Rico, na, und wie findest du nun selbst euren Rasenrakel? Also wir sind natürlich, klar, als Familie sind wir stolz auf das, was wir geschaffen haben, aber ich muss auch sagen, dass wir es ohne so einen Partner wie Gemtech überhaupt nicht geschafft hätten, weil du kennst noch unsere Variante 1 vom Rasenrakel, wie der damals ausgesehen hat, und nur gemeinsam mit so einem starken Partner haben wir es überhaupt geschafft, den so weiterzuentwickeln, dass wir jetzt bei einer Version 5,5 sind. 5,5 schon? Ja, okay. Wir haben wahnsinnig viel getestet, wir haben verschiedene Materialien natürlich getestet, wir haben getestet, ob wir schweißen, ob wir nieten, und wir haben uns letztendlich immer für das Optimum entschieden, und wir haben mit Gemtech Leute an unserer Seite, die genau wissen, was sie tun, weil sie es können und mit Ideen von sich aus auch kommen und sagen, Rico, wir haben noch mal eine geile Idee, wie jetzt zum Beispiel hier bei der Stielhalterung. Du erinnerst dich vielleicht an das Modell 1 damals, hat die Stielhalterung noch ganz anders ausgesehen. Allerdings. Zum einen mal ist sie natürlich viel variabler, die Stielhalterung, dadurch, dass sie eben flexibel ist. Also ich kann dünnere und dickere Stiele damit greifen. Sie sieht immer eckig aus, aber sie ist für einen runden Stiel gedacht. Und zum anderen mal haben wir mit unserer speziellen Biegetechnik, wie du hier siehst, dass die zwischen den beiden Rückenstegen sitzt, die Möglichkeit, hier wirklich die Kraft, die an so einem 2 Meter langen Stiel auftritt, abzufangen und so auf der ganzen Fläche zu verteilen, dass hier nichts abreißt und alles heile bleibt. Ja, cool. Aber den Stiel liefert ihr nicht mit. Das habt ihr mal gemacht am Anfang, weiß ich noch. Aber das geht nicht mehr. Oder wollen die Kunden das noch? Ich würde es so gerne machen. Ich würde so gerne den Stiel mitliefern. Das Gemeine ist, dass wir als kleines Unternehmen von DHL oder auch von DPD gar nicht so ein Angebot bekommen, einen Stiel von 2 Meter Länge zu einem halbwegs annehmbaren Preis zu verschicken. Und ganz im Ernst, ich kann dem Kunden das nicht erklären, warum der Versand eines Holzstiels, der 2,50 Euro kostet, 16 Euro im Versand kosten soll. Das macht meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn. Und zum zweiten Mal bin ich ein Fan immer vom Recyceln. Wir haben uns darauf spezialisiert, darauf geeinigt, die Stielaufnahme so zu bauen, dass du jeden x-beliebigen Standardstiel nehmen kannst. Und hey, wenn du einen Garten zu Hause hast, hast du mit Sicherheit noch irgendeinen Holzstiel rumliegen. Ja, das stimmt. Also wenn man ein paar Gartengeräte hat, dann kann man ja zur Not eins noch umbauen oder auseinanderschrauben. Das sollte, und dann, sollte die richtige Länge haben, auf jeden Fall. Ja. Lang muss er sein. Also lang soll lang sein. Manchmal kommt es auf die Länge an, ja. Er sollte lang sein. Okay. Also 1,80, 2 Meter, das ist schon super. Da kannst du gut mitarbeiten. Ja, das stimmt. Ja, und was ich auch leider immer sage und was man wirklich nicht unterschätzen darf, macht einen tollen, glatten Rasen, der Rasenrakel. Aber es ist doch anstrengend. Es ist anstrengend, diesen Sand zu verteilen und damit eine schöne glatte Fläche zu kriegen. Das darf man nicht unterschätzen. Oder siehst du das anders? Das sehe ich absolut genauso. Und ich habe natürlich auch Kunden, die mir genauso ein Feedback geben. Und dann sage ich, guck mal, das Invest hast du jetzt in den Rasenrakel gemacht. Das kannst du beim Fitnessstudio wieder einsparen, im Monatsbeitrag. Nee, es ist wirklich bockanstrengend. Ja. Bockanstrengend. Rico, vielen Dank, dass wir hier filmen durften. Total cool. Also echt mal so ein ganz... intensiven Einblick hier in eure Fertigung kriegen durften, dass eure Familie hier mitgekommen ist, dass ihr alle mitgekommen seid. Das ist total cool. Also auch danke, ne, an meinen, komm mal bitte her, Ninho, an meinen Co-Kameramann. Du hast das ganz hervorragend gemacht. Also vielen Dank. Danke. War cool. Und wie hast du dich gefühlt? Ein wenig wichtig, ja. Wichtig, du hast dich wichtig gefühlt. Ja, siehst du, Kameramann ist ganz wichtig, genau wie meine Frau. Super, okay, die ganze Familie nochmal. Das Team Rasenrakel und der Rasenfreak. Yeah!
Sehr cool. Danke euch. Lieber Adolf, jetzt kommt hier eine ganz interessante Frage noch von Ninjo. Ninjo, was wolltest du wissen? Mr. Schenkel, wieso versuchen wir unser eigenes Produkt eigentlich zu zerstören, wenn wir von einem Zerstörtest reden? Ja, das würde ich auch mal gerne wissen. Wir versuchen nicht, das Produkt zu zerstören, sondern wir ziehen tatsächlich aus jeder Charge, die wir bauen, jeden 50. Rasenrackel aus der Serie raus und haben einen zertifizierten Zerstörtest und versuchen, ob wir mit roher Gewalt in der Lage wären, das Gerät zu zerstören. Das gelingt uns meistens nicht und dann ist das Qualität gut genug, um ausgeliefert zu werden. Das heißt, ihr schneidet aus dem fertigen Produkt ein paar Schweißpunkte raus, das wird sozusagen und zieht die auseinander. Genau, also im Prinzip wird mit der Charge, also mit dem Blech, was wir im Prinzip für die Rakel verwendet haben, werden im Prinzip hier nochmal diese Plättchen geschnitten. Mitgeschnitten? Ach so, also ihr zerschneidet nicht den Rakel direkt, sondern ihr nehmt die Metallbleche aus der gleichen Charge, genau, verschweißt Moment. Die. Richtig. Und aber dazu muss ich sagen, die Rakel werden zwischendrin nach Stück 2x sozusagen einmal komplett nochmal losgetestet. Ja, das habe ich so verstanden. Das hast du gemeint. Ne? Richtig. Also gibt es also zwei Prüfungen. Prüfung ist nochmal die Schweißgüte des Schweißpunktes, indem ihr jetzt auf der gleichen Blechcharge einfach hier solche Blechstücke mit auslasert und dann hier verschweißt. Genau, weil so viele Rakel können wir zwischendrin. Ja. Dann müssen wir auch Ressourcen schonen. Ja. Und dann zieht ihr hier mit einer definierten Kraft die Bleche auseinander und schaut, ob der Schweißpunkt hält. Ganz genau. So, und dann nimmt ihr jeden 50. Rakel und was macht ihr damit? Was macht ihr da? Da wird im Prinzip einfach im Bock eingespannt und dann wird Tatsache mit manueller Kraft verformt. Und dann wird versucht, das Teil eben jetzt auseinander zu reißen, genau. Und auch zu schauen, ob irgendein Schweißpunkt danach gibt. So ist es. Okay. Oh. Na, Ninjo, bist du auch so fertig wie ich? Ja, aber... Ey, so ein YouTube-Job, ey, der ist so brutal, ey. Ach, das geht mein Kameramann. Immer die Kamera hin und her tragen. Mit dem Teil. Genau, da brauchst du nicht mehr ins Fitnessstudio. Eben. Ja, das machen wir den ganzen Tag. Ne? Hast du auch Bock da drauf? Ja. Ich hatte schon immer. Dreh mal. So. Irgendwie irgendeinen Job bei YouTube führen zu dürfen. Ah, guck mal, jetzt fängt das sich auch an zu drehen hier. Aber Kameramann. Und mir wird schlecht. Schlecht. Oh. Kameramann wäre auch ganz cool. Ja, also schlecht kriege ich auch hin, indem ich ein bisschen schneller drehe. Oh Gott. Oh. Und am Ende des Videos übergab sie das ganze Publikum. Und wenn ihr weitere Videos von mir schauen wollt, dann ist das hier mein neuestes Video. Und dieses Video, das hat der Algorithmus extra für euch ausgesucht. Und wenn ihr die Videos gut findet, gebt mir gerne einen Daumen. Und wenn ihr mich abonniert, freue ich mich. Ist auch völlig kostenlos. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.